Brötchen, Freunde. Wunderbar. Heute ist Champions League-Nacht, Freunde. Super. Es ist soweit. Bayern, Rückspiel gegen Arsenal. Und dafür hat es mich wieder nach München verschlagen, Freunde. Und ihr fragt euch vielleicht, was mache ich jetzt hier als Nicht-Bayern-Fan? Ich mach's kurz und knackig. Ich bin aber irgendwie wegen Arsenal heute hier. Also irgendwie. Erstmal sind wir jetzt hier in München angekommen und gönnen uns eine Weißwurst-Frühstück und ein alkoholfreies Weizen. Brother, Und Brezen dazu. Wunderbar. Und das um 13.04 Uhr. Grüße genauso an alle Münchner, die mir wahrscheinlich sagen, man darf nur bis 12 Uhr essen, oder? Nee. Also Freunde, eigentlich kann man mich auch nicht Arsenal-Fan nennen. Ich habe kaum Spiele verfolgt. Früher gerne, dann hat es irgendwann aufgehört. Und heute dachte ich mir, wenn sie mal wieder in Deutschland spielen und dann gegen die Bayern, dann muss ich es mal mitnehmen. Und dazu bin ich aber nicht sehr allein am Start, sondern hat mir jemand mitgenommen, der Bayern-Fan ist, Freunde. Das ist Steven, mein Nachbar aus Berlin. Servus. Wohnt über mir, Freunde. Ist Bayern-Fan und wir haben uns ungefähr so kennengelernt. Bayern hat gespielt und Bayern hat ein Tor geschossen. Er hat sich richtig gefreut. Bayern hat verloren, er hat noch viel lauter geschrien. Und Dortmund hat gespielt und da hat Dortmund das Tor gemacht. Und ich habe einfach aus Spaß oben gegen die Decke so zurückgeboxt und mich gefreut. Und seitdem kennen wir uns. Ist mein Nachbar und den haben wir heute quasi, ja, mitgenommen, weil er erst einmal im Stadion war und unbedingt nochmal mit wollte. Und das zweite Ticket haben wir Steven jetzt mitgenommen. Und als nächstes gehen wir ganz kurz in den Bayern-Store rein, Freunde. Ich brauche nichts. Aber ich bin mir sicher, er wird was kaufen, auch wenn er jetzt sagt, er wird nichts kaufen. Natürlich. Hier gibt es auch die klassischen Schals. Das ist der, den ich mir letztes Mal gekauft habe. Ich habe jetzt aber diesmal keinen mitgenommen. Und Champions League. Oh, es gibt Arsenal-Schale. Hä, seit wann gibt es sowas? Ich dachte, die gibt es immer nur illegal, wenn man die vor, also was jetzt illegal, aber wenn man die halt vor dem Dings kauft. Ich wusste nicht, dass es die auch offiziell lizenziert gibt. Haben hier im Store runtergesetzt von 500 auf 350 Lederhosen. Und die Oberteile, ist ja geisteskrank. Was kostet so ein Oberteil? Leck mir am Arsch, meine Neue. Ich weiß, was ich mir kaufen möchte. Das ist das Ding der Begierde. Schaufen! Ich glaube, ich habe mich doch umentschieden. Eine schöne FC Bayern-Kaffeemaschine mit FC Bayern-Logo, mit mir Samir. Peanuts heute. Heute sind Peanuts heute. Richtig geiles Paulaner-Glas. Oh, das sieht aber schon geil aus. Mit Sebener Straße, Paulaner-Garten. Costa Quanta? 25. Also wir sind ja jetzt hier direkt am Marienplatz, Freunde. Und das Wetter macht heute auch wirklich, was es will. Es ist klassischer April. Die Sonne scheint, es regnet. Wir halten jetzt mal ein bisschen Ausschau auf Fans. Wir essen noch ein bisschen was. Wir haben auch schon Arsenal-Fans gesehen. Und apropos Arsenal, um nochmal die Geschichte ein bisschen zu erklären, warum ich heute hier bin. Langweilig. Ich freue mich natürlich riesig, wenn Bayern weiterkommt. Einfach weil es natürlich die Sympathie für den deutschen Verein ist. Hundertprozentig, genau wie ich mich gefreut habe gestern, dass BVB weitergekommen ist. Aber es ist so ein kleines bisschen, ja. Was tippst du heute? 3-0 Bayern. Das war mal trocken schnell. Ja. Geil. Okay, ich bin gleich wieder da. 12 Sekunden später. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich freue mich natürlich, wenn Bayern weiterkommt. Ich freue mich natürlich riesig. Trotzdem, wenn die deutschen Mannschaften weit kommen. Aber heute ist auch so ein bisschen Arsenal-Liebe trotzdem dabei, weil ich mich einfach freuen würde, wenn sie es mal nach so langer Zeit endlich schaffen. Und es natürlich ein geiler Club ist. Ich mich aber trotzdem viel mehr freuen würde, wenn es ein Bayern gegen Dortmund-Finale geben würde. Das ist heute wirklich ein Zwiespalt, Freunde. Wir suchen uns jetzt noch was zu essen aus und haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor heute, bevor es zum Stadion geht. Weil der gute Svenny war ja auch erst einmal hier. Guck nicht so böse. Du, sag mal, Langer, wie heißt denn dein Cousin? Ah, du meinst der Richard. Das ist ein super Kerle. Wir haben uns jetzt einen Laden hier rausgesucht. Geil aus, Alter. Schöne Flaschkas oder... Nee, warte, ich muss es richtig sagen, sonst werde ich wieder geschlachtet von den Münchnern. Ah, Leberkäs-Semmel. Gell, Kerle? Oh, das sieht geil aus. Die rote Wurst. Schöne Sauerkraut. Schöne Flaschkas. Leberkäs. Geiler Laden hier. Ui, wirklich. Guck mal, Steven. Ui. Gut schaut's aber aus. Für mich heute übrigens alles alkoholfrei, Freunde. Ich mache momentan no Alkohol. Weiß ich nicht, muss das. Aber ich finde alkoholfreies Weizen, habe ich für mich entdeckt, schmeckt sogar echt ganz gut. Lüge! Und das werde ich mir jetzt auf jeden Fall schmackhaft einverleiben. Ich werde kurz mal diese Wurst hier noch einen Nierentest verleihen. Boah, die Knack, Alter. Das erinnert mich an die rote, die ich damals im Stadion gegessen habe, die ich nicht so geil fand. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Geil. Wirklich sehr, sehr geil. Voll schwierig, den Geschmack zu erklären. Ist anders als eine normale Wurst, aber als ob man ähnlich wie so eine Knacker beim Metzger. So ähnlich schmeckt die. Guter Laden, aber teuer war. Wir haben für die beiden Teller und Getränke 37 € bezahlt. Saftig, knaftig.
köstlich, möchtlich. Bis später, Malaga. So, wir haben jetzt noch einen kleinen Ausflug gemacht, Freunde. Und wir haben uns so einen Mietwagen genommen, weil es einfach, es hat einfach angefangen zu hageln in München. Was ist das für ein Aprilwetter? Und vielleicht erkennst du ein oder andere schon, wo wir sind. Da sind wir. Hier sind wir angekommen. Wir gehen jetzt hier nochmal in den Fanshop und schauen uns vielleicht nochmal hier ein bisschen um. Ganz geil eigentlich. Man sieht es sonst immer hier so im Fernsehen bei Sky. Sven ruft auch direkt seinen Bruder an, der auch richtig neidisch ist. Und dann schauen wir uns das mal hier ganz kurz an, das Gelände, inwiefern man hier zumindest von draußen ein bisschen was sehen kann. Ist ein ganz cooles Gefühl, hier mal zu sein. Auch hier wird kräftig gestickert und wieder weggemacht. Wir sind jetzt auch nochmal in den Store hier reingegangen. Aber auch nochmal kurz gucken. Vorhin nichts gekauft. Aber hier gibt es eigentlich auch die ganz klassischen Dinge. Außer, was ich nochmal special gefunden habe, was ich auch in einem anderen Shopping-Video auf dem Zweitkanal hatte, mit wo ich die Fußballsachen geshoppt habe, könnt ihr gerne mal abchecken. Dartpfeile gibt es ja auch tatsächlich. Und die Flights auch dazu. Aber da bin ich auch raus, weil wieder bin ich dieses Kalle. Und hier dachte ich einfach, so, hä, warum verkaufen die Marokko-Flaggen oder so? Aber das ist ja einfach ein Stern von der Bayern-Fahne. Ich zeige euch jetzt auch mal kurz neben unserem Fernseher unser kleines, süßes Zimmer. Wir sind hier direkt wirklich am Hauptbahnhof und das ist eigentlich alles, was man braucht. Ein süßes Bett da. Und unser süßes Badezimmer. Das ist alles, was man braucht für eine Nacht in München, Freunde. Wir werden das jetzt ready machen und dann geht's los. Noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ich habe auf jeden Fall, Freunde, auf Instagram so eine Umfrage gemacht, wer denn gewinnt. Und das ist ganz klar heute. Sven! Ja! Was ist dein Tipp eigentlich? Mein Tipp? Ja. Tatsächlich glaube ich mit einem 2-2 geht's ins Elfmeterschießen. Boah, wäre das krass! Das wäre richtig krass. Mein Wort. Wenn wir Elferschießen heute kriegen, Alter, das wäre das Beste, was wir kriegen könnten. Ich wirklich, werde den Entscheidenden treffen. Zeig mal deine Mütze nochmal, darf ich mal zeigen? FC Bayern, forever number one. Kann ich so gehen? Kann ich so nicht gehen? Ey, Mann. Legendär, wie du aussiehst, Digga. Alter, wir sind hier aber auch schon wieder in einem, Entschuldigung, prunkvollen Laden gelandet, um noch ein Bierchen zu trinken und dann gleich zum Stadion zu gehen. Leck mir am Arsch, Alter. Ich probiere mich ja momentan mit den alkoholfreien Weizen durch und habe jetzt schon ein paar getestet. Mein Lieblings war bisher Berliner Kindelweißbier. Frag mich warum. Und das ist jetzt bisher das Schlechteste, was ich getrunken habe, Augustiner Weißbier. Wenn ihr mal alkoholfreies Bier getrunken habt oder alkoholfreies Weizen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche ihr am besten findet, dass ich mal weiter ausprobieren kann, Freunde. Was sind wir heute? 2-1. Was sind wir heute für Spiel? 5-1. 5-1! Also wir haben auf dem Weg getroffen, wie heißt du? Simeon. Simeon, was tippst du? 2-2 Elfmeterschieß, neuer Held 3 Elfmeter. Mal gucken, ob es kommt. Benji ist der Beste. Ich hab ihn in Real Life kennengelernt. Ich hab nur eine Bier getrunken. Ich tipp 3-1 Bayern München, reguläre Spielzeit. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass hier wirklich auf dem Weg schon zum Stadion so eine Stimmung ist. Das habe ich in München auch noch nicht erlebt, Alter. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern! So, Leute. Dreckswetter, Digga. Also vom Stadion habe ich nochmal die beiden Jungs getroffen. Was ist dein Tipp? Ich sag 5-1. 4-1 für die Bayern. Und du? 3-0 für Bayern. Boah, alle motiviert heute. Geil. Viel Spaß, Jungs. Boah, der Regen hat jetzt richtig reingeknallt. Es hat wirklich jetzt gut abgesaft. Es ist wirklich klitsche nass. Und wir stehen auch alle drunter. Wirklich crazy. Also Svenny will sich erstmal nochmal was beim Fanshop wieder hier holen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann checken wir mal die Plätze aus, ne? Und ein bisschen Freunde werde ich auch nochmal. Ich habe ja doch noch nicht geschafft, alles zu essen. Es gibt jetzt einfach Backhänse. Wunderbar. Guck mal, das ist einfach, Alter, ist die Kamera nass.
Los, Svenny! Auf geht's! Geil, so. Zweite Mal für Sven jetzt. Allianz Arena. Er hat vorhin erzählt, warum er Bayern-Fan geworden ist. Er hat mir erzählt, Freunde, er war früher Dortmund-Fan, aber fand die Farbe nicht schön. Und als Kind fand er Rot am schönsten. Es war seine Lieblingsfarbe. Was, Bruder? Und dann ist er Bayern-Fan geworden als Kind, Freunde. Möglichst die beste Begründung, Digga. Bodenlos, geil, Digga. Also, das ist der Rap, den ich jetzt geholt habe, Freunde. Und da soll anscheinend Backhändel drin sein. Klassisch bayerisch, dachte ich, probiere ich mal auf jeden Fall. Ich glaube, ansonsten haben wir noch Ei drin, ne? Rote Beete. Mal kicken, ob einer kickt, Digga. Preislich sitzt der Lachs bei 5,50 Euro, Baby. Schmeckt wie ein Rap, den du dir beim Supermarkt kaufst, der quasi noch so verpackt ist. Ihr wisst, was ich meine. Und steckt leider brutal neben zwischen den Zähnen, weil der Rap so dieses Trockene leider hat. Also so halt nicht irgendwie gemacht ist. Ist okay für 5,50 Euro, aber viel zu wenig. Ein Biss hat sich wirklich sehr, sehr soft angefühlt. Geschmack ist trotzdem okay, deswegen eine 5 von 10, Freunde. Ich habe noch einen Fan getroffen. Wie heißt du? Tone. Hi. Was ist dein Tipp? Darf ich dann auch ein Bild machen? Danach. Okay, mein Tipp ist 2-1 für die Bayern. Geil, ich wünsche dir viel Spaß. Das alkoholfreie Bier, Freunde. Habe ich jetzt auch mal das Paulaner getestet. Muss ich sagen, konnte ich nicht empfehlen. Schmeckt 1-1 wie Karamals. Legt mir um euch. Das sind unsere finalen Plätze, Freunde. Und wir haben gerade auf dem Weg noch was besorgt. Und zwar Mandeln. Die wollten wir eigentlich kaufen, das darf ich gar nicht sagen. Aber der Verkäufer hat sie uns geschenkt. Die Dinge hätten einfach 9,90 Euro gekostet mit 200 Gramm Mandeln. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Dann hat er gesagt, Kelle. Einfach, das schmeckt gut, das kommt von mir. Da gebe ich es dir kostenlos. Groß, Digga. Wir hatten so Bock auf was Süßes. Und die sind auch wirklich ein Schmackopatz, glaube ich. Das darf ich gar nicht so laut sagen, aber die sind jetzt gar nicht so geil. So langsam geht's auch los. Wir haben noch 15 Minuten, Freunde. Die Spieler machen sich warm. Und jetzt wird's wirklich tough. Ich muss jetzt noch meinen Tipp abgeben. Ich hoffe ja auf ein Elfmeterschießen 2-2. Und dass eigentlich dann Bayern weiterkommt. Ich würde mich ja, wie gesagt, bei Bayern freuen. Aber mein ehrlicher Tipp ist 2-0, Freunde, für Bayern. Ich glaube, die werden heute wirklich ganz, ganz trockenes Ding machen. Und ich meine, wenn Bayern gewinnt, treffen sie ja danach heute eventuell auf City oder Madrid. Das ist schon tough. Da haben sie es auf jeden Fall deutlich schwerer als Dortmund eigentlich. Ich bin nochmal sehr gespannt. Ich gebe mal meinen Tipp ab. City gegen Real. Ich sag, Real wird City raushauen mit einem... Oh, ich bin in City, ne? 3-1 Real. Das ist so ein Quatsch. Champions League-Clashes sind schon immer sehr, sehr magisch, muss man einfach sagen. Dicker Gruß an Lieferando, die die Tickets zur Verfügung gestellt haben. Ohne die könnte ich natürlich auch nicht Sven einladen heute. Vielen, vielen Dank, Lieferando. Chance, Digga. Sie sind Tor! Auf geht's, Sie sind Tor! Sie sind Tor!
aktueller Gegner von Bayern wäre tatsächlich auch Real. Die führen schon 1-0 in City. Uiuiui, das wäre natürlich ein geisteskrankes Matchup, Mann. Ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir das angucke, ich finde die Trikots von Arsenal sehen so geil aus, die Grünen. Also die Roten sind schon sehr, sehr sexy, aber die Grünen sind auch sehr, sehr geil. Ich habe jetzt so das Pinke drunter. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Das Typ hier so, finde ich. Das knallt schon sehr, sehr wild. Also, finde ich. Ich weiß, dass ihr es jetzt eh nicht geil finden werdet, dass ich hier die ganze Zeit über Arsenal rede. Man muss doch einfach mal ehrlich sein. Wenn es so weitergeht, habe ich gerade zu 50 Sven gesagt, wird es fallen für Arsenal. Die machen gerade schon gut Druck, ey. Captain Jack, was sagst du? Jetzt kommt er gefährlich, jetzt kommt er gefährlich. Gute Nacht, Marie! Oh, Freunde, damit gehen wir rein. 0-0 zur Halbzeit, Digga. 1-0 auch für Real Madrid. Eine Cola, einmal Pommes und einmal Pommes mit Nuggets. Eine Ewigkeit später. Alter, das hat so lange gedauert. Das sind einfach 5 Nuggets. 6. Und die Pommes. Leck mir im Arsch. Ich pump, Alter. Ich glaube, ich erinnere mich, hier Nuggets gegessen zu haben. Alter, die sind aber saustark. Die sind schön salzig. Wenn es nur mehr werden. Ultra geil. Die Nuggets klatschen richtig geil rein. Die sind so saftig. Die sind richtig, richtig gut. Wenn ihr hier seid, die sind juicy, Baby. Was? Eben ist wirklich richtig, richtig, richtig heiße Stimmung. Bank hat Geld bekommen. Das City Real auf 1-1 ausgeglichen. Da geht's aktuell auch in die Verlängerung. Schön Arsenal, Digga. Schöne Verlängerung jetzt. Wäre doch für alle spannend so. Auch wenn am Ende der Bayern weiterkommt, aber jetzt so ein 1-1. Wäre schon geil, wenn wir jetzt so. Und stell mal vor, wir sehen einfach hier unten den Meter schießen. Das wäre schon krass. Scheiße. Auch ein bisschen Chancen liegen lassen jetzt. Und jetzt noch Arsenal. Das wäre doch mal krasse 4 Minuten, glaube ich, jetzt. Uiuiuiuiui. Deutsche Teams weiter wollen. Geisteskrank. Die fucking G stark runtergespielt, Alter. Sehr, sehr, sehr stark runtergespielt. Kann man nur Props geben. Jetzt heißt es, gegen wen kommt's, Alter? Jetzt noch schnell die restliche Verlängerung eigentlich gucken irgendwo, ne? Von City gegen Manchester, City gegen Real Madrid. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ey, Arsenal letzte Woche gefühlt wirklich die Premier League verkackt, gegen Aston Villa 0-2 verloren. Somit jetzt 2 Punkte hinter City, war vorhin Tabellenführer. Liverpool hat ja auch verloren und City gewonnen. Und jetzt auch noch aus der Champions League raus. Ach, crazy, Mann, wirklich. Was eine Performance. Natürlich irgendwo schade für Arsenal, aber auch sehr, sehr geil für die deutschen Teams, für Bayern. Das war's jetzt, Freunde. Mal gucken, was es für einen Gegner gibt. Ich bin gespannt. Werde leider nicht zu den anderen Spielen wahrscheinlich gehen können. Wird zeitlich nicht funktionieren. Aber zum Champions League-Finale. Da werde ich auf jeden Fall am Start sein. Da werden wir einen Vlog machen. Da freue ich mich riesig drauf. Und wie geil wäre das bitte, wenn am Ende Bayern gegen Dortmund steht. Aber wenn Bayern gegen Real kommt. Boah, das wird so tough. Das könnte richtig tough werden. Wir sehen uns gleich nochmal kurz im Hotelzimmer.
mal fürs letzte Fazit. Also, wir sind wieder zurück, Freunde. Real Madrid wird der Gegner. Ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Krasses Elfmeterschießen auch gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Checkt Dimetime ab, checkt den Zweitkanal ab. Und danke nochmal an Lieferando für die Tickets. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich küsse eure Herzen und wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall auch auf dem Zweitkanal, Freunde. Tschüss.